Sie sind hier, 10. Januar 2019, 10.45 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Simon Schempf will in Oberhof den ersten Podestplatz in dieser Saison einfahren. Urheberrecht Getty Images. Der Biathlon-Zirkus startet einmal mehr in Deutschland ins neue Jahr. Nach dem schwachen Abschneiden der deutschen Damen sind im Sprint die Herren gefordert. Für die deutschen Biathleten steht der Heimweltcup in Oberhof auf dem Programm, und mit Laura Dahlmeier fehlt der größte Star einmal mehr gesundheitsbedingt. Beim ersten Biathlon-Weltcup im neuen Jahr sollen es daher in Dahlmeiers Abwesenheit andere richten. Wir können positiv nach vorne schauen. Ich denke, dass wir hier in Oberhof eine schlagkräftige Truppe dabei haben, hatte sich Biathlon-Bundestrainer optimistisch gezeigt. Doch beim Sprint am Donnerstag war davon wenig zu sehen. Ohne Vorzeigeläuferin Dahlmeier schaffte es keine Athletin des Deutschen Skiverbands im Sprint über 7,5 Kilometer unter die besten 30. So schlecht hatten die DSV-Frauen noch nie abgeschnitten. Star Dahlmeier fehlt, springt Hermann ein. Die Herren wollen es am Freitag besser machen. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Biathlon-Weltcup in Oberhof, Sprint ab 14.30 im Live-Ticker, denn mit Johannes Kühn, Arndt Pfeiffer und Benedikt Doll gelang bereits drei deutschen Biathleten der Sprung auf das Podest in dieser Saison. Simon Schempf würde in Oberhof gerne der vierte werden. Spannend wird auch zu sehen sein, wie sich Topstar Martin Fourcade nach der Pause rund um Weihnachten und Neujahr präsentiert. Zwar gewann der Franzose zwei Weltcuprennen, doch mehr Podestplätze sprangen für den erfolgsverwöhnten Franzosen nicht raus. Bei allen anderen fünf Rennen hieß der Sieger Johannes Thingnesbø. Macht der Norweger so weiter, kann er Fourcades Serie an Gesamtweltcupsiegen in dieser Saison tatsächlich ein Ende bereiten. Das Biathlon-Programm in Oberhof, 11. Januar 2019, 14.30, Sprint 10 Kilometer Herren im Live-Ticker, 12. Januar 2019, 12.45, Verfolger 10 Kilometer Damen im Live-Ticker, 12. Januar 2019, 15.00, Verfolger 12,5 Kilometer Herren im Live-Ticker, 13. Januar 2019, 11.45, Staffeldamen im Live-Ticker, 13. Januar 2019, 14.30, Staffelherren im Live-Ticker. Das deutsche Biathlon-Aufgebot für Oberhof. Harren, Benedikt Doll, Breitenau, Lukas Fratzsche, Oberhof, Johannes Kühn, Reit im Winkel, Erik Lesser, Frankenhain, Arndt Pfeiffer, Klaus Thal-Zellerfeld, Simon Schemp, Uingen, Damen, Denise Herrmann, Oberwiesenthal, Franziska Hildebrandt, Caroline Heuchler, beide Klaus Thal-Zellerfeld, Nadine Heuchler, Willingen, Franziska Preuß, Hart, Anna Weidel, WSV Kiefersfelden. So können Sie Biathlon aus Oberhof live verfolgen. TV, ZDF, Eurosport, Stream, ZDF.de, Eurosport, Playerticker, Sport1.de. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allem Bär. Mehr von Sportinformationsdienst.